Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, es ist mittlerweile Winter und wir haben die Hauserweiterung. Ja, wir haben jetzt eine Küche, ein Doppelbett. Ja, für uns ganz alleine, leider. Und diese Küche hat natürlich auch einen Kühlschrank und ich habe schon mal vorbereitet. Denn wir haben heute einiges vor. Zum einen zeige ich euch jetzt bis um 9 Uhr, also hier im Spiel 9 Uhr, kurz was so aus der Farm geworden ist. Ich habe jetzt hier die billigsten Sprenkleranlagen gebaut. Ja, ich hoffe, dass das wird noch etwas besser. Ne? Also das hier sind nur diese Einer-Dinger, also die hier bewässern und hier quasi bewässern und hier. Da will ich natürlich bessere haben. So. Unser Hühnerstall funktioniert natürlich auch schon mit vier Hühnern, faule Möhre. So, und wir haben auch ein Silo. Na, mal, danke. Das ist hier angeschlossen. Da können wir direkt dann hier aus diesem Spender für die Hühner. Ich muss mich räuspern, Moment. Ich habe heute wieder was im Hals. Da können wir eben hier aus dem Silo, da habe ich auch für den Winter vorgesorgt. 144 von 240 haben wir noch. Können wir direkt dann die Hühner versorgen. So, hier sind ja die Pilze, die solltet ihr aber schon kennen, denke ich. Ja, was haben wir heute vor? Um 9 Uhr beginnt das Eisfestival. Da würde ich euch gerne mit hinführen. Und... Ne, falsche Tür. Ups. Und dann gehen wir in die Mine. Na, unbedingt. Wartet mal kurz. Jetzt muss ich hier mal. Ich habe die Uhr vergessen. Ich bin nämlich dämlich. Ist mir jetzt auch das erste Mal passiert. Wir brauchen ja die Uhr. So. Okay, jetzt läuft die Uhr. Habt ihr Glück gehabt, wird es ein bisschen länger heute. Also irgendwie geht meine rechte Maustaste nicht mehr so gut. Gute Frage, warum? So, und ich mache hier wieder Omelette draus. Das brauchen wir nämlich nachher. Was? Ah, the Festival des Eises hat begonnen. Dann gehen wir da jetzt hin. Eier haben wir abgeholt. Mit dem Geld sieht es auch ganz gut aus. Im Winter kannst du aber nichts anpflanzen. Deswegen habe ich ja viel Holz gemacht, Steine gekloppt, ja, jede Menge Zeug. So, wo ist jetzt dieses doofe Festival? Wer bist du? Ich liebe Tiere, Michel. Wenn du deine, ja, das kennen wir schon. Wenn ich meine gut behandle, dann wird sie uns sehr mögen. Tja. War das hier unten? Das war vor irgendeinem Haus, habe ich gelesen. Jetzt weiß ich natürlich nicht vor welchem. Oder vor wessen? Ah ja, da sind wir richtig. Herzlich willkommen auf dem Eisfestival. Aha. Ich mache bei der Eisfisch Competition mit. Warum nicht? Ja, das könnten wir auch machen. Oh, Eis, ein wunderschönes Material, mit dem man tolle Sachen formen kann. Aber leider so unbeständig. Das stimmt. Es tut mir leid, aber... Okay, Eisschnitzerei benötigt ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Was willst du von uns? Willkommen auf dem Festival des Eises. Jo. Was ist das hier? Kann man hier was machen? Hey Michel, wirst du beim Eisfischen mitmachen? Ja, machen wir. Kalt? Nein. Mir wird niemals kalt. Aha. Ich habe den großen Fisch da unten gesehen. Jo, fangen wir an. Das Highlight des heutigen Festivals ist das Eisfischen. Wir haben diesen zugefrorenen See hier präpariert und haben Fische reingepflanzt. Ja, schön. Okay, ich bin
bereit. Wir können loslegen. Yes. Da bin ich mal gespannt. Meine Fisch-Skills sind jetzt nicht so dolle, ne? Also dann, ihr Lieben. Lasst uns beginnen mit der jährlichen oder diesjährigen Eisfisch-Compilation. Compilation? Competition, mein Gott. Teilnehmer, euer Ziel ist es, so viele Fische wie möglich in 2 Minuten zu fangen mit der euch gegebenen Fishing Rods, also mit den Angeln. Du musst deinen Fisch hier fangen, aus diesen Holes, ne? Aus diesen Löchern. Jeder bereit? Jo, los geht's. Okay. Toll. Oh, großartig. Das fängt ja schon gut an. Ja, mal schauen. Mal schauen. Yes, da haben wir unseren ersten Kollegen. Mittlerweile habe ich das einigermaßen raus. Es ist aber nicht ganz leicht. Und das hier. Was auch immer das war, schön war es nicht. Oh, die fangen hier alle Fische. Das ist ja kacke. Da müssen wir wirklich Gas geben. Ich möchte mal gerne gewinnen. Ich gewinne nämlich so furchtbar gern und furchtbar selten. Okay. Ja, noch läuft's ja gut, ne? So, und den will ich auch haben. Gib her. Nein, gib her. Yes. Und dann... Was war das? Was ist das denn jetzt? Komm schon. Und die haben auch beide gerade Fische gefangen. Aber das gewinnen wir. Wir haben schon 3. Scheiße. Scheiße. Komm schon. Yes. Komm. Du bist meins. Yes. 4 haben wir. Und 30 Sekunden noch. Also einen 5. schaffen wir doch noch, oder? Scheiße. Komm jetzt. Yes. Wunderbar. Ja, den kriegen wir locker in der Zeit. Oh, 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 oh. Jetzt. Vielleicht, wir könnten noch einen schaffen. Yes, einen schaffen wir noch. Weil die Zeit hört erst auf, wenn wir den dann auch haben. Oder eben verloren haben. Aber den verlieren wir nicht mehr. Yes, 6 Stück. Das müssten wir doch gewonnen haben. Bin ich gespannt. So, Bürgermeister Louis. Wow, das ist ja eine Menge Fisch. Uah, der Gestank. Das stimmt. So, und jetzt zu dem Gewinner der diesjährigen Ice Fishing Competition, des Wettbewerbs. Michi Cortez, yes, geil. Mit 6 großen schleimigen Fischen. Juhu. Hier ist dein Preis. Viel Spaß damit. Sailor's Cap, also Seglermütze. Ein verkleideter Spinner. Ja. Okay, also das erhöht die Beißrate. Okay, einen sicheren Fang hiermit. Okay. Und hier Magnet. Ah, okay, also hiermit können wir dann mehr Geschenke und sowas finden, ne? Diese Geschenktruhen. Ja. Okay, das war's mit dem diesjährigen Festival. Und jetzt lassen wir die Fische wieder frei. Das ist eine gute Idee. Die müssen wegen uns nicht sterben. Ich kann nicht glauben, ich habe gewonnen. Naja. Ups, es ging mein Mikro aus. Zeit nach Hause zu gehen. Ja, schön. Ich packe das jetzt hier mal rein, weil das brauchen wir jetzt nachher nicht mehr.
Die Ho brauchen wir auch nicht. Die Sithe nehme ich mal mit. Und das brauchen wir. Ich habe leider hier nur dieses Billigzeug bisher. Aber, ja. Und Fackeln nehmen wir mit. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Fackeln brauche. Keine Ahnung. Aber wir nehmen das einfach mal mit. So, und jetzt gehen wir schlafen. Und danach direkt in die Mine. Wir brauchen nämlich Erze. Und da drin wird es auch einiges an Action geben, soweit ich weiß. Das bedeutet, wir werden auf Feinde treffen. Ich gehe nur schnell die Eier noch holen. Dann können wir noch ein paar Omelettes mitnehmen. So, leider nur zwei. Schade. Nee. Gib Ruhe. Übrigens, das da hinten ist... Jetzt komm schon. Komm schon. Ah. Was ist denn jetzt hier? Ich krieg's nicht raus. Ich krieg es nicht raus. Ums Verrecken nicht. Nein. Was? Geht jetzt meine rechte Maustaste gar nicht mehr? Ach, das... Oh Gott, ich... Ja. Ich habe nichts gesagt. Doch, rechte Maustaste geht natürlich. Ja, wir werden, wie gesagt, auf Feinde treffen. Auf jede Menge Feinde. Und, übrigens, ich habe die Rucksackerweiterung auch gekauft, ne? So, ja, Chocha Cola, weiß ich nicht. So, das bringt gut. Was haben wir noch hier? Hier, Früchte brauchen wir. Hier, Pilz, der bringt sehr viel. 9-mal Pilz und hier, oh, der bringt auch gut. Den sparen wir uns, den lassen wir hier. Ja, und heute kommt vielleicht auch mal der Cookie zum Einsatz. So, das ist unser Proviant, ne? Ein Schwert haben wir natürlich auch mittlerweile. Und ja, ab in die Mine. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, sonst nicht. Halt, falsche Richtung. Ich verdurste nämlich hier. So. Ja, ich war schon in der Mine. Habt ihr ja gesehen, ich habe ja mittlerweile auch den Ofen. Und das war auch der einzige Grund, warum ich die Mine betreten habe. Damit eben der Schmied zu mir kommt und mir das Rezept für den Ofen gibt, weil ich sonst keine Sprinkleranlagen und sowas bauen hätte können. Also ich war nicht in der Mine. Oder nicht, ja, besonders. Nee. Explore the Mine. Also, es gibt einen alten Minenschacht im Norden der Berge der Stadt. Da gibt es wertvolle Mineralien drin. Aber Marlon hat mir gesagt, dass es gefährlich sein könnte. So, und wir müssen eben das 5. Level der Mine erreichen. Ich hoffe, wir können das ohne... die Werkzeuge ohne Kupfer. Na? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist hier drüben, ne? Ja. So. Ja, willkommen. Das hier ist die Mine. Der Aufzug geht natürlich nicht. Wer hätte das auch gedacht? So. Und wir müssen abbauen. Ganz dringend. Hier gibt es auch schöne Sachen zum Finden. Aber nicht jeder Stein gibt dir auch was. Und übrigens... Unter einem ist genau dieses Ding. Weiter war ich aber nicht. Also hier habe ich schon mal abgebaut. Weiter war ich nicht. Ehrenwort war ich wirklich nicht. Und wir müssen gucken, dass unsere Lebensanzeige gut bleibt. Ne? Also es scheint hier wohl wirklich Feinde zu geben. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich gar nicht. Ich bin einfach nur gespannt. So. Ja, und durch das Abbauen geht natürlich auch furchtbar unsere... Ausdauer in den Keller, drum brauchen wir auch unbedingt so viel Nahrung. Das ist ein Schleimball. Oh, der hat uns erwischt. Geil. Jetzt haben wir einen Schleim. Oh
oh, 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 was ist denn das hier? Okay, das ist so Fliegenfleisch. Ach du lieber Gott. Boah. Hör auf, ey. Ah, super. Okay, wir bauen jetzt erstmal ab. Hier oben ist ja sicher. Ich hoffe, dass auch ein bisschen die Lebensenergie wiederkommt, wenn wir was essen oder. Oh. Oh. Na, da gehen wir natürlich als erstes runter. Ja, es ist aber auch wieder sehr süß gemacht, ne, mit diesen Schleimbällen da, die man hier töten kann. Ja. Ist echt süß. Und wir haben leider nur dieses rostige Schwert. Das haben wir, glaube ich, auch vom Schmied bekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir müssen hier durch. So. Bisschen in die Ecke gedrängt, den Arm. Aber gut. Quarz. Geil. Du kommst hier nicht drüber. Hoffe ich. Ich glaube mal nicht. So, zack. Na also. Ah, Sepp kriegst du davon auch. Also Harz quasi. Aber davon haben wir mehr als genug, würde ich behaupten. Also dafür gehen wir hier nicht rein. Aber vor allem für Steine. Und natürlich Erze, ne? Haben wir leider noch nicht so viele Erze gefunden oder ich glaube fast noch gar nichts. Ja, brauchen wir aber dringend. Da haben wir das erste Kupfererz. Ja, ich weiß auch, dass. Ach du lieber Gott, was ist denn das? Wo ist der hin? Ha, ha! Du Schwein, du! Du bist gar kein Stein. Hau ab von mir. Okay, hier ist Hartholz drin, oder? Soweit ich weiß, ist das Hartholz. Oh, Höhlenkarotte. Nee, okay, dann habe ich mich vertan. Never mind. So. Ah ja, Kohle ist auch gut. Ein Geoden. Okay, also es läuft ganz gut, ne? Jetzt müssen wir nur bald mal was essen. Also solange die Feinde so schwach bleiben, aber ich denke mal, die bleiben nicht so schwach. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Aber solange es so bleibt, sind wir eigentlich ganz gut dabei, würde ich behaupten. Auch mit diesem schwachen Schwert, aber es wird ja nicht ohne Grund ein Goldschwert geben, ne? Ah, das würde mich dann schon sehr wundern. Er hat irgendwas auf dem Kopf. Hatten die anderen auch was auf dem Kopf? Nee, ne? Oh. Slime. Ja, keine Ahnung, wofür wir den irgendwann mal brauchen werden. Aber brauchen wir wahrscheinlich auch. Gut. Oh, da ist jede Menge Holz drin. Steine. Ist er tot? Ja. Er hat uns ein bisschen erwischt. Ich muss mal was essen. Ich habe hier extra das schöne hier Tortilla-Zeug gemacht. Ah ja, da füllt sich ja auch Gott sei Dank die Lebensenergie auf. Stimmt, ja klar. Super. Das ist ja klasse dann. Dann ist das ja gar kein Problem. Die kleine Höhle hier. Kleine Höhle vor allem. So.
Ja, erstmal um die Feinde kümmern, dass wir nicht zu viel Leben verlieren. Wobei wir ja relativ viel zu essen auch dabei haben. Hätte vielleicht sogar mehr mitnehmen können, ne? Ja, ist egal. Ah, Höhlenkarotte, sehr schön. Oh, oh, oh. Was ist das? Das ist Kupfererz. Ja, 2 Stück, toll. Und ein Erdkristall. Hoi. Ich bin mir auch sicher, ich habe noch eine Quest bekommen vom Clint, also vom Schmied, dass wir hier irgendjemanden eben einen Amethysten bringen sollen. Ich denke mal, den werden wir hier finden und dann bringen wir den auch vorbei. Der ist nämlich wohl ein bisschen verliebt, der Clint. Das ist wieder das Gleiche. Oh oh. Okay, wir machen hier erst oben mal sauber. Ja, da will ich jetzt auch nicht hin, wenn da wieder ein Schleim ist. Ah, da ist auch ein Schleim. Okay, es ist gerade egal. Ein Geode. Sehr schön. So, Freund. Nun komm mal her hier. Jetzt regeln wir das mal auf meine Art. Was? Ich dachte, der ist tot. Nein. So. Ja, und so tiefer du reinkommst, sieht es auch ein bisschen danach aus, als würde man da besseres Zeug finden. Okay. Ist schön. Machen wir. Ja. Und Kupfererz. Aber auch nur 2, ne? Also um einen Barren zu pressen, brauche ich immer 5. Das weiß ich. 5 Stück und 1 Kohle. Ja, ein bisschen viel, ne? Aber gut, ist halt so, ne? Und der ist tot. Hol den noch da hinten, ne? Na, stirb doch endlich, Mensch. Sag mal. Was ist denn hier los? So. Naja, mit der Lebensenergie wird das definitiv kein Problem. Ja, hier ist haufenweise Kupfererz. Naja, haufenweise ist auch zu viel gesagt, ich weiß. Aber Geoden. Wir kriegen auch einen Haufen Geoden. Ja. Also das brauchen wir... definitiv nicht. So. Dann nehmen wir hier lieber Quarz mit. Da denke ich mal, können wir auch Bahn machen. Quarzbahn oder sowas. So, was ist das? Ein Tor? Kann ich aber nicht benutzen. Okay. Wir müssen jetzt eh was essen, ne? Jo. Hau dir in die Kiemen. Selbstgemachte Omelettes. Oder, ja. Fried Eggs halt, ne? Ihr wisst ja. So. Du musst leider sterben für unseren Auftrag hier. Das hilft nichts. Jetzt komm schon, also bitte. Ja, wir müssen den ja im Prinzip nur in die Ecke drängen, ne? Dann einfach drauf loskloppen, dann kann er uns auch nicht mehr bespringen. Dieses alte Ferkel. So. Was ist das hier? Minenschacht? Da können wir nicht rein. Nee. Okay. Dann war doch hier drüben dann, ja. Gut. Deeper in the mine. Was? Boah. Es scheint so, als wäre der Minenaufzug immer noch in Betrieb. Es wird mir jetzt erlauben, wieder zurück in Level 1 zu kommen, ne? Also jedes Mal, wenn ich wieder so eine Aufzugtür finde, dann speichert der das quasi, ne? Und dann kann ich da immer wieder zu der Stelle zurückfahren. Okay, erreiche Level 40 in den Minen. Boah. Also das werden wir so nicht schaffen. Das schaffen wir nicht.
Vor allem, da hätte ich dann auch gerne nochmal ein größeres Inventar, glaube ich. Aber hier, wir machen jetzt hier schon noch ein bisschen weiter, ne? Level 40. Seid ihr wahnsinnig? Ja gut, aber irgendwo musst du halt auch dein Zeug herkriegen, ne? Boah, krass. Boah, krass. Und ich dachte, wir finden hier viel, viel mehr Erz. Das ist echt ärgerlich gerade. Das ist ärgerlich. Aber ich brauche doch so viel Silber und Kupfererz für meine Sprenkleranlagen. Scheiße. So, war doch gar nicht so doof, dass ich wenigstens ein paar Fackeln mitgenommen habe. Ah, da geht's wieder weiter runter. Ach denn. Ja, es wird spät, ja, und was soll ich jetzt machen? Ach, scheiße, ja, dann muss ich hier jetzt raus. Und heim. Ach, Mensch. Ja gut, auf jeden Fall, wir haben das jetzt gemacht. Wir haben das jetzt gemacht. Ich kann auch hier entlang. Ja, das werden wir, also wir, ich hoffe, wir schaffen es vor 2 Uhr hier zurück. Weil sonst werden wir es bereuen. Dann haben wir morgen nur die halbe Lebensenergie. Falls ihr das nicht wusstet. Ja, aber jetzt sind wir schon auf unserem Grundstück. Also das müsste klappen. Okay, also dürfen wir tatsächlich nur so weit. Krass. Also wir müssen heim. Unbedingt. Das ist ja auch doof, ne? Okay. Na, das hat trotzdem nicht ganz gereicht. Okay. Na gut. Macht nichts. So viel Energie brauchen wir ja nicht. Wir müssen ja nichts bewässern und so. Erdkristall, mein Gott. Ja, heben wir auf jeden Fall auf. Hier, die gehen wir dann mal. Cherrybombe. Oh, krass. Macht eine Explosion nämlich. So, Quarz. Bugmeat. Tja. Das Zeug verkaufen wir. Da hebe ich mal 2 auf, falls wir die noch brauchen. Und den Rest verkaufen wir. Aber die. Das wird doch keiner essen, Leute. Oh, Post. Schön. So, pass mal auf. 1, 2. Halt. Ach so, da haben wir nur 2. Nee, das will keiner. Nein. Nein. Ah. So. Quarz brauchen wir. Sepp kann weg. Cherrybombe. Ja, hebe ich mal auf, ne? Schleim, ja. Okay. Gut. So, packen wir das hier weg und dann gehen wir an den Briefkasten. Kohle haben wir gut. Holz seht ihr auch. Haben wir auch eine Menge. Und jetzt haben wir auch endlich wieder ein paar Steinchen. Kupfer. Ja, da gehen wir jetzt erstmal Kupfer. Ja. So, das können wir dem Günther geben. Das hier auch. Quarz. Pass mal auf. Dann verkaufe ich den und er kriegt den hier. Ja, dann kann ich hier die beiden verkaufen. Erdkristall. Muss ich ihm auch geben. Okay. So, dann kriegt er nämlich nur den billigen. Es ist nämlich egal, aber ich krieg mehr Geld für den teureren. So, den kriegt er auch. So, einmal Kupfer in den Ofen schmeißen und an den Briefkasten. Wieso geht das nicht? Muss ich hier was anderes nehmen? Ja.
Ich habe gesehen, dass du schon die alte Mine angefangen hast zu erforschen. Du hast den Geist eines Abenteurers. So viel kann ich sagen. Wenn du 10 Schleims kaputt machen kannst, hast du dir einen Platz in der Abenteurergilde verdient. Ich denke mal, das haben wir schon. Und wir haben sie natürlich verkauft. Okay, das nächste Mal nach Abenteuern bitte erst den Briefkasten checken.